Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Zu einem weiteren neuen Update-Video. Denn was ganz cool ist, es gibt einen Ehresale und da wollen wir doch gleich mal reinschauen und uns ein bisschen etwas gönnen. Wir haben ein bisschen Ehre zusammengesammelt. Wenn wir da ins Zeitportal schauen, sind wir auf über 300.000. Das heißt, wir können da ein paar Mal reintippen und ein bisschen etwas ausgeben. Coole Sache. Gut. Vorab erstmal in die Events. Schauen wir uns mal die Ereignisse an. Wir haben hier ein Galaxy, sprich ein Bauereignis. Und als Belohnung haben wir eine 5-Sterne-Dude, nämlich Colonel Gret. Der ist Tandarianer, Halunke, Kommunikator, Verhörspezialist, Veteran, Taktiker und Clever. Mit Security, Ingi und Command. Schiffsfähigkeit jetzt nicht besonders prall und Sammlung 3 Stück kommt von Enterprise. Aha, gut zu wissen. Danke an die neue Collection. Jetzt weiß ich auch, wie ich den einordnen kann. Dann haben wir Antak, der ist Klingone, Arzt, verzweifelt und Genetiker. Werte, ja, der ist ganz alt. Erkennt man an den fetten Schatten und an den richtig schlechten Werten. Schiffsfähigkeit und er hat 3 Collections, auch von Enterprise. Gut, dann auf der rechten Seite Dr. Phlox, Denubulianer, Zivilist, Arzt, romantisch und Exobiologe. Und der kommt auf 4 Sammlungen. Dann haben wir da weiter unten einen neuen Leader, nämlich Degraded Sphere Builder. Zivilist, einfallsreicher Lunke, Erfinder, verzweifelt und Gefangener mit Fokus auf Angie, Schiffsfähigkeit und Sammlung auch von Enterprise und 3-mal vertreten. Bei 25.000 haben wir dann unseren Mega-Event-Charakter, den man 4-mal sammeln kann. Jetzt ist es das 2. Mal. Zero Hour Archer, der ist Mensch, Sternflotte brutal, Duellant, einfallsreich, Held und Taktiker. Das sind seine Werte. Das ist seine Schiffsfähigkeit. Und Sammlungen auch 2-mal, klarerweise auch bei Enterprise vertreten. Unten gibt es dann wieder ein Package. Bei 350.000 ist wieder Schluss. Und es gab eine Community-Belohnung in der ersten Phase, die haben auch alle erreicht. Das heißt, da gab es nochmal ein Package oben drauf. Dann haben wir zur Wochenmitte wieder was ganz Wildes. Ein wildes Ereignis mit krassen 18 Arena-Schiffskämpfen, 20 Shuttle-Missionen, 45 Herausforderungs-Q-Kämpfe und 400 Chronitonen verbrennen. Dann haben wir Thor als Hybrid-Ereignis. Eine Mischung aus, ich glaube, es war Shuttle und Bauen, wenn mich nichts täuscht. Genau, ja. Genau, das gibt's dann wieder ab Donnerstag. Und wir haben den General Quack. Der ist eine Ente, weil er Quack macht. Außerdem Klingone, verzweifelt, inspirierend, Taktiker, Verhörspezialist und einfallsreich. Quack, quack. Der ist Command und Wissenschaft besonders zugetan und ein bisschen Security. Er verursacht sofort 400% Damage, aber nach 8 Sekunden und mit extra Aktivierung. Das ist diese Tür, wo er erst rein watschelt und ist entern. Also wenn ein Schiff entern kann, dann kann man ihn einsetzen. Genau, und sammlungstechnisch ist er auch 4-mal vertreten, auch Enterprise. Dann haben wir Silik, der ist Suliban, Formwandler, Zeitagent, Saboteur. Hat auch was von der Ente. Command Security, Schiffsfähigkeit und Sammlungen 2 Stück. Auf der rechten Seite haben wir Engine Sato. Mensch, Sternflotte, Wunderkind, Kommunikator und nur Diplomatie und kommt auf 4
Sammlungen mittlerweile, dank der neuen Enterprise-Sammlung. Weiter auf der rechten Seite haben wir Sarin, Suliban, Duellant, Saboteur, Verzweifelt, Formwandler und Geheimagent. Kann ich reden? Geheimagent und riesig lange Beine. Mit Command, Security und Wissenschaft. Und eine Sammlung immerhin. Dann bei 25.000 haben wir wieder unseren Zero Hour Archer. Den sind wir vorher schon durchgegangen. Und das war's. Bei 350.000 ist dann wieder Schluss. Ich guck mal, ob da irgendwas steht, was in der ersten Phase passiert. Ja, wahrscheinlich Shuttlen. Und in der zweiten dann bauen und eventuell dann die Community-Belohnung, die man noch absnacken kann. Gut, was haben wir darüber hinaus? Wir haben noch das Captain Picard Day Zielereignis. Wir sind jetzt bei der Halbzeit. Ich habe es abgeschlossen. Könnt mir vorstellen, dass da schon alle durch sind. Ist ja zum Glück nichts Mühsames, wo man irgendwie 200 Mal shuttlen muss. Sondern das war relativ einfach. Wer es noch nicht gemacht hat, guckt euch das nochmal an. In meinem letzten Video habe ich euch Tipps gegeben. Grob zusammengefasst. Natürlich Leute von TNG hochleveln. Natürlich bietet sich dann der Picard Day Riker an. Den muss man ja auch extra hochleveln. Dann kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Rüstet auf jeden Fall die 1701D aus und macht es mit der Schiffskämpfe. Arena-Schiffskämpfe geht eh jeden Tag. Kommt man noch locker durch, auch wenn ihr es noch nicht fertig habt und jetzt erst anfangt, kein Problem. Jeden Tag einfach die 10 Kämpfe runterballern, egal ob man gewinnt oder verliert. Und fusionieren ist, glaube ich, ziemlich logisch. Passt. John, Dankeschön für die tollen Angebote, aber nein. Erstmal wollen wir noch auf das tolle Schiff zu sprechen kommen, die USS Enterprise NCC-1701J, die ich fälschlicherweise als F interpretiert hatte, aber natürlich nicht. Natürlich ist die hier um einiges hässlicher, selten so ein hässliches Schiff gesehen. Und was Timelines draus gemacht hat, ist ja nochmal krass hässlicher. Das sieht aus wie so eine fliegende Zahnstocherpackung oder so eine Feuer-Dingens. Wie heißen die? Ich glaube, ihr wisst halt, was ich meine. Zum Feuerzünder quasi. Fliegende Feuerzünder. Das grauenvoll. Wer baut denn solche Designs außer die Vulkanier? Die haben ja auch mal ganz krude Kombinationen, die viel zu filigran sind und bei Warp 3 abbrechen. Gott, ist das hässlich. Und wie gesagt, was Timelines draus gemacht hat, eieieiei. Das ist mal eine Farbseuche. Also wenn der Hater Stein immer sagt, dass bei Lego viel Farbseuche dabei ist, guck dir mal das hier an. Das ist ja wild. Ganz, ganz übel. Ich glaube, das ändern wir auch gleich wieder. Das Schiff, nehmen wir irgendeins, egal welches. Jedes ist, glaube ich, hübscher. Ja, passt doch schon um einiges besser. Gut eben, dann schauen wir doch mal ganz kurz in die Nachrichten. Neuer Ehrenseel, geil. Einmal bestätigen. Dann gibt es eine neue Kampagne. Das war natürlich der Klassiker. Ich habe die Aufnahme beendet und dann kam die Kampagne um die Ecke. Beim letzten Mal haben wir es uns nicht anschauen können. Dann schauen wir jetzt nochmal rein. Und wir haben ein Mega-Event. Genau, das kennen wir eh schon. Wir sind da bei Tor gerade, bei Faction und Galaxy. Und das letzte Mal wird dann nur Shuttlen sein, die Woche darauf. Gut, das heißt, einmal rein in die Kampagne. Champagne. Wir haben den McCoy im Raumanzug. Mensch, Föderation, Sternflotte, verzweifelt, Exobiologe, einfallsreich und Arzt. Der ist nicht neu. Mit den Werten, Schiffsfähigkeit und Sammlung viermal. Mit Raumanzug ist auch eine relativ seltene Sammlung. Apropos seltene Sammlung, da haben wir den nächsten im Raumanzug. Sternflotte, Mensch, Künstler, Forscher, einfallsreich und Held. Mit Ingi und Command, Angriffsgeschwindigkeit und Sammlungen drei Stück.
Und wenn wir uns jetzt ins Zeitportal begeben, sehen wir, wen es noch gibt irgendwo. Ich greife schon mal ganz kurz vorweg. Genau, die Tandy, oder? Von Lower Decks. Kann ich labern heute? Nein. müsste die Tandy von Lower Decks sein, die es noch gibt im weiteren Tier. Also wenn man die Kampagne hier für 27 Euro kaufen sollte. Ich persönlich habe es jetzt nicht vor. Gut, dann wie versprochen, ab ins Zeitportal. Wir schauen uns den Eresel an. Für die Jugend, für das Prestige, für den Ruhm, für die Ehre, aber garantiert nicht für die Geldbörse. 110 Euro. Eieiei, okay, das ist echt eine Ansage. Verrückt. Das haben sie auch nie geändert, werden sie auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Erblicken, alles Gute zum Geburtstag. Warum auch immer, da kann man auch irgendwas anderes hinschreiben. Hallo, ich trage rote Schuhe. Ist genauso aussagekräftig. Legendärer Anblick und Erwähnung, das ist richtig. Dann haben wir noch Enterprise gemischter Anblick, Zeitagent gemischter Anblick, Picard-Tag gemischter Anblick. Interessant, dass sie jetzt da ein paar raushauen von den gemischten Anblicken. Die finde ich ehrlich gesagt relativ schlecht vom Deal, weil man ja eh meistens den lilanen rauskriegt. Also so richtig sehe ich da den Sinn nicht dahinter. Sind auch keine neuen, sprich alle, die man da sieht, müsste man auch eigentlich im Dinges bekommen, im Portal. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher, aber alle anderen, glaube ich, kriegt man. Also, ja, weiß ich ganz, warum man sowas nehmen sollte. Und bei Enterprise ist ja sowieso alles drin. Das ist ja Wildwuchs. Viel Glück da, irgendwen rauszuziehen, den man haben möchte. Gibt ja auch 5-Sterne-Charaktere, die man nicht unbedingt haben möchte, die einfach Tier 10 sind, weil sie so furchtbar schlecht sind. Ja, dann will ich die halt auch nicht rumschimmeln haben. Dann wäre es halt cooler, wenn ich jetzt gezielt auf irgendwen gehen kann. Was weiß ich. Überspringen wir ganz kurz diese Angebote. Gehen wir daher auf die 490 Dili. Wenn ich jetzt die Crusher haben möchte, dann habe ich hier doch eine viel bessere Chance, sie da rauszuziehen. Also ich bin kein Fan von den gemischten Anblicken, schon gar nicht von diesen riesigen hier. Genau. Dann haben wir die Charaktere vom Event mit dem Flux. Da habe ich schon lange nicht mehr drüber geschaut, aber das ist unverändert. Sie haben es irgendwann mal aktualisiert und 13 Event-Packs reingehaut, ist aber auch schon ein paar Monate her. Interessant, dass diese Angebote immer noch stehen, dass sie da nicht runtergegangen sind im Preis. Sie sind ja ursprünglich eher sogar raufgegangen, haben die Geschichteln, glaube ich mal, 10 Euro teurer gemacht. Dann haben sie ein bisschen mehr reingehauen, weil sie gemerkt haben, es kauft keiner. Aber interessant, dass die immer noch gibt und immer noch um den Preis, dass sie da nicht mal runtergehen und das mal auf 80 Euro senken. Wäre immer noch ein krasser Preis, aber eher schon ein Gegenwert. Ja, Medical Flux, dann haben wir den Sphärenbilder und Antak. Risse, Babyboom unter neue Führung, haben wir uns gerade angeschaut. Kampagne auch, Premium, Merit, Basis und Dabu, letzte Reihe, vorletzte Reihe. Okay, dann ab ans Shoppen, zumindest ans Aufmachen von Packs. Ausgeben wir aber nichts, bis auf die Ehre. Die 307.000, die wir uns angespart haben. Das Ganze läuft noch 2 Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, ich werde mir noch ein bisschen was reservieren, sodass ich noch was auf der hohen Kante habe. Also 2x10.000 für die nächsten Tage. Es gibt ja hier noch ein drittes Paket. Das habe ich jetzt gestern schon aufgemacht. Heute um 18 Uhr kommt es dann wieder. Vorteil ist, man hat eine Auswahl und genau, das ist der Vorteil eigentlich und das kostet 10.000. Kurz, wer das noch nie gesehen hat, wer noch nie dabei war, schauen wir uns mal dieses Paket hier auch an. Ist meiner Meinung nach das schwächste, weil man gibt 10.000 Ehre aus
und bekommt irgendeinen Charakter, kann sich den nicht aussuchen. Und wenn man den jetzt schon voll hat, hat man Pech gehabt. Das Lustige ist, ich glaube, ich hatte die Pulaski sogar beim letzten Mal schon gezogen, beim letzten Ehresee, als ich dieses 10.000er-Paket aufgemacht habe für euch. Ich könnte jetzt echt wetten, dass das schon die Pulaski war. Muss ich mal nochmal anschauen. Ja, auf jeden Fall ein geiler Zufall. Okay, aber wir machen jetzt was Chats auf, nämlich die 40.000 Ehre-Geschichten. Vorteile ist da, man hat eine Auswahl und man hat zusätzlich auch noch eine Erwähnung, die man bekommt. Sprich, man kann irgendeinen 5-Sterne-Dude einfach einen weiteren Stern verpassen. Okay, wir hätten hier die Möglichkeit, die Wasch zu nehmen, aber warum? Ist ein langweiliger Zweiskiller und Maid Marian, ja, genau. Genau, ist ein langweiliger Zweiskiller und ich habe sie schon voll. Und warum ich jetzt gerade gestockt habe, ist wegen Wasch, weil wir hier wieder einen schönen Bug sehen, dass sie Timelines mit unterschiedlichen Datenbanken arbeitet und selber nicht weiß, wie sie einen Charakter nennen sollen. Hier heißt er Wasch und hier heißt er Maid Marian. Viel Spaß, den irgendwo zu suchen in irgendeiner Datenbank, weil man da nie weiß, nach was sucht man jetzt. Gut, wir haben einen Zimmermann, den haben wir noch nicht. Der ist auf Wissenschaft hauptsächlich und Inji. Keine Dingens hier, kein Medic. Okay, und Sammlungen 2 sind jetzt keine Mega-Sammlungen. Von den Werten her jetzt auch nicht mega. Ich meine, der zweite Skill ist gut. 1100 für den zweiten Skill ist stark. Aber all in all, glaube ich, mache ich den Scotty voll. Vorteil von dem Scotty ist nämlich, den verwende ich immer für die Fleet Boss Battles. Ich habe den jetzt mal ausgetauscht und verwende den seither immer. Und wenn ich den auf noch ein Level bringe, ist er nochmal besser, was die Ausweichchance betrifft. Also, Scotty. Und eine Erwähnung. Genau, dann gehen wir wieder auf Kaufen und schauen, was wir als nächste Auswahl haben. Okay, and the winner ist Ishara Ja, einfach weil es Tasha Ja's Schwester ist. Aber ich habe sie jetzt schon voll. Barry Waddle habe ich auch schon voll. Und dann nehmen wir halt die Regina. Mensch, Hologramm, einfach recht romantisch und Kommunikator mit guten Diplo-Werten, Engineering und Wissenschaft, Angriffsgeschwindigkeit und 2 Sammlungen. Kann ich im Moment überhaupt nicht zuordnen. Bartholomew. Aber klar, nehmen wir sie. Nummer 3. Ah, okay. 2, die wir nicht im Besitz haben. Nämlich auf der einen Seite, der hier hat ganz fette Dingens hier, ganz fette Ränder, das heißt, er ist schon lange mit dabei. Der Archer, und das merkt man auch an seinen Fähigkeiten. Eieiei. Nee, das wird's nicht werden, sorry. Auch nur eine Sammlung, oh Mann. Nee. Ganz lustig, dass, weil man den gegenüberstellen kann mit dem Shan, glaube ich, heißt der, oder Shran oder so. Und der zeigt ja mit seinen asiatischen Reisstäbchen in die andere Richtung. Und das ist eine ganz coole Teamkombination. Ändert aber nichts daran, dass seine Werte einfach richtig Rotze sind. Dann haben wir Silver LaForge. Oje, die hat aber auch ganz, ganz wenig Merkmale. Nicht so geil für die Fleet Boss Battles. Auch die Werte richtig übel. Enterschaden, keine Sammlung. Ja, wir haben den Gewinner. Daimon Solok soll es wohl werden. 2 Sammlungen, na immerhin. Eine kriminelle Sammlung und auch Ferengi sind jetzt welche, die relativ selten sind mit 28 in Summe. Das passt schon. Und ich muss sagen, bei dem Solok denke ich jedes Mal an ein Computerspiel von Star Trek, nämlich an Final Unity.
was ich gespielt habe mit dem Anno, das Adventure-Spiel, das tolle von TNG. Der sieht halt mega so aus wie dieser eine Ferengi, der da auch auftritt. Den man da mal trifft und wo man dann eine Kommunikation mit dem aufbaut über den Hauptbildschirm. Muss ich jedes Mal dran denken, so vom Gesicht her. Müssen wir mal schauen, ob das dasselbe Schauspiel auch ist. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen den. Passt. Next one. 40.000. Was wird's werden? 5 Sterne eingefroren und 1 Stern. Kurzfassung Rom. Schauen wir uns den noch ganz kurz an von seinen Fähigkeiten. Ja, 3 Sammlungen. Geht klar. Und er hat auch hier schöne Merkmale. Gut für ein Fleet Boss Battle. Rom it is. Weitere 40.000. Raus beim Tempel. Let's go. Ishara, wieder mal. Etanayol und Burnham. Burnham schafft doch alles alleine. Also, die kann man doch einfach nicht übersehen. Die ist doch einfach Weltklasse. Die müssen wir doch unbedingt nehmen. Die Burnham. Nächste Auswahl: Garak, Okona und LaForge. Anno wird jetzt schon schreien, Garak, nimm doch den Garak, der ist so toll. Cardassianer, clever, einfallsreich, Geheimagent, kostümiert, romantisch und Held. Mit richtig schlechten Werten, Schiffsfähigkeit und Sammlungen. Ja, 4. Die Sammlung ist eine Allerweltsammlung mit fast 300 Leuten. 150 von kostümiert. Unser Mann Bashir, eine seltene Sammlung. Und Cardassianer auch eine seltene Sammlung. Das ist jetzt schon ein bisschen schwerer, so von den Sammlungen her und auch von den Merkmalen würde ich sagen eher, aber Werte sind halt komplett für einen Eimer. Vielleicht auch mal wieder jemand, den ich nebenbei bauen könnte, so für die Dailies muss man immer wieder Leute upgraden. Ich habe gerade niemanden zum Bauen, wäre eine Option, den Garak sich zu gönnen, vielleicht. Okona, was hat er? Na gut, nur die eine Sammlung. LaForge, der wäre so ein Dude für, weil der hat auch miese Werte. Den einfach nur zu nehmen und fertig zu machen. Unsterblich zu machen für die Erfindersammlung. Aber dann nehme ich den Garak. Da nehme ich den Garak. Dann habe ich auch für Fleet Boss Battles einen, der eine super Kombination hat. Passiert auch nicht so häufig. Cardassianer, clever, einfallsreich, Geheimagent, kostümiert, romantisch, Held. Schon ganz cool. Und wie gesagt, 4 Sammlungen. 4 oder 2 seltene Sammlungen. Passt. Und einmal machen wir noch auf. Hier 40.000 Ehre. Raus beim Tempel. Für Zung, Hernandez und Glilka. Glilka auch schon ewig dabei. Die hat ja mehr Schatten als sonst irgendwas. Schauen wir uns die gleich mal an. Klingone, romantisch, Taktiker, einfallsreich. Boah, sind das miese Werte. Und 2 Sammlungen, auch 2 große Sammlungen. Ich glaube, Krieger, das wird nichts mit uns. Auch diese Merkmale, einfach zu wenig. Dann haben wir die Hernandez, 2 Skiller. Würde ich auch mit der Gartenkralle nicht anfassen, aber es geht um 3 Sammlungen, die man schon fast unsterblich machen könnte und weghauen, die Hernandez. Das wäre ein Vorteil. Und Zung auch ein 2-Skiller. Mensch. Zivilist, Querdenker, Kybernetiker, Erfinder, Föderation. Das klingt ein bisschen interessanter, damit den Querdenker, den Kybernetiker und dem Erfinder. Das sind so Merkmale bei Fleet Boss Battle. Die sind in den Kombinationen nicht so häufig. Von den Werten komplett zu vergessen, Schiffsfähigkeit komplett zu vergessen, Sammlung nur Erfinder. Hernandez. einfach Hernandez. Nehmen wir die einfach. Passt, nein, habe ich nicht vor. Und dann schauen wir nochmal in die Crew rein und werden hier jetzt nochmal die Leute hier zusammenfassen. Wir haben einmal den Scotty Tribblehüter. Den haben wir auf 5 Sterne gebracht. Dann machen wir den mal unsterblich.
Tada! Vielleicht können wir uns noch irgendeine Collection abgreifen. Ja, Server, hallo, danke. nein. Keine Collection fertig. Dann haben wir die Pulaski. Auf den zweiten Stern. Dann haben wir den Zolok. Auf den dritten Stern. Dann haben wir die Raum Burnham. Ja, das war's, glaube ich. Na, genau, sie habe ich zum Bauen dann. Also ich weiß, eine fehlt noch. Sie haben wir zum Bauen. Ihn haben wir zum Bauen. Bei der Lisa, bei der Jamel bin ich auch noch dran. Die ist auch super. Die habe ich mir jetzt mal geborgen beim letzten Mal. Einfach weil die auch mega Trades hat für den Fleet Boss Battle und die immer wieder angezeigt wird. Also kann man immer wieder brauchen. Genau. Dann hauen wir noch den Nagus Rom rein. Den verschmelzen wir auch noch. Und last but not least die Hernandez. Und die kriegt gleich nochmal ein Sternchen, weil dann ist sie weg. Einmal verschmelzen. Wir haben ja zum Glück 8 Erwähnungen. Dann zeige ich euch gleich, wie das geht, wer es noch nicht weiß. Zack. Einmal unsterblich machen. Noch grinst sie, aber gleich wird's ganz kühl. Gleich heißt es warm anziehen. Auf Wiedersehen. Dann schauen wir noch ganz kurz auf ihr Befehlskontingent, was sie denn so abliefert. Ja, wow, sie ist halt nicht mal unter den Top 9 dabei, nicht unter den Top 12. Hier auf Platz 15 kommt die erst. Und dann halt nur 2 Skills. Tschüss. Auf Wiedersehen. Passt? Gut, ihr liebe Leute. Dann haben wir's. Ich glaube, genau, Stasiskammer, sonst haben wir da nichts neu gemacht. Ich habe jetzt noch fette 7 Erwähnungen. Werde mir jetzt doch überlegen, wen ich da unsterblich mache. Im Moment habe ich aber auch keinen Zwang, weil wir haben wieder Crewplatz geschenkt bekommen. Da gab es doch gar keine Info darüber. Aber gerne, nimmt man natürlich gerne mit. Hab ja nur 395 und cool, da jetzt 5 mehr zu haben, immerhin. Und ja, im Moment habe ich, wie gesagt, keine Eile, was das Unsterblichmachen betrifft. Das heißt, ich schaue einfach mal, werde mir nochmal die Collections durchschauen, so mache ich das ja ganz gerne. Manchmal fällt mir doch einfach ein schwacher Charakter auf, wie bei der Hernandez zum Beispiel. Die würde ich einfach nur aus Platzgründen unsterblich machen. Aber was ich ganz gerne mache, ist auf die Sammlungen zu gehen und einmal so durchzuschauen. Okay, hier fehlen mir 11, das ist vielleicht nur ein bisschen zu viel. Da fehlen mir 7, da auch 7, da haben wir 15, da fehlen mir 17, da fehlen mir nur 4, da fehlen mir 7, da fehlen mir 11, da sind es 15, da haben wir 20, hier haben wir nur 2, hier haben wir auch nur 2. Und dann würde ich mal auf die Belohnungen schauen, sehe hier, oha, ein fettes Premium-Zeitportal. Außerdem ein paar Boni in Medizinfertigkeit, was auch nicht verkehrt ist, weil Medic ja immer so die Schwächsten sind, sage ich mal, im Spiel. Und dann schaue ich mal rein und entdecke, aha, wir haben hier zum Beispiel eine Phlox oder eine Bashir oder einen Kalber. Außerdem den Sulan oder wie er heißt, den McCoy und die Crusher und die Pulaski und den McCoy. Alle auf 3 Sterne. Das heißt, hier müsste ich 4 Sterne vergeben, um 2 unsterblich zu machen und mir hier das Portal zu snacken. Das wäre eine Option. Dann kann ich in Tapferkeit den Kampf reinschauen. Da hätte ich den Shukar. Da bräuchte ich nur 1 Sternchen reinhauen. Und dann noch in einen von denen hier 2. Das heißt, da müsste ich 3 ausgeben, um ein Portal zu kriegen. Da fehlen mir 4 Sterne. Also 4 Leute, die ich unsterblich machen müsste. Da fehlen mir 9, da 10, da 10, da 12, da
kann nicht rechnen, da 14. Da fehlen mir 18 Leute, hier 20, hier nur 2 bei Wunderkind. Da wird es auch ein Portal geben. Da müsste ich aber mehr ausgeben. Da müsste ich auch 4 Sterne ausgeben. Hier fehlen mir 3 Leute. Muss ich auch mehr ausgeben. Da sind es 8, die fehlen. Da haben wir 14, die fehlen. Auch 14. 4 Leute. Auch zu teuer. Hier haben wir auch 4 Leute. Auch zu teuer. 5 Leute. 6, 6, 7, 8, 2 bei zeitlose Originale. Aber auch hier müsste ich 4 Sterne ausgeben. Dann haben wir Buffetskette, da fehlen mir 11, hier fehlen mir 6. Konvergenztag, da fehlt mir nur einer. Das heißt, ich müsste dem Picard zum Beispiel einfach 2 Sterne verpassen. Da ist es aber so, dass man den eh jedes Jahr geschenkt kriegt, denn jedes Jahr gibt es ja eine Auswahl, am Konvergenztag sich einen auszusuchen. Und ich glaube, es gibt Sloan und den, weiß ich nicht, noch irgendeinen, den vom 8. Kinofilm da im Shuttle, den Cochrane. Und danke, Virenbedrohung. Und den Picard. Und die anderen beiden habe ich schon immer unsterblich. Das heißt, ich hebe den Picard so ein bisschen dafür auf, dass ich den dann wieder gratis kriege und mich dann nicht ärgere, so, ich habe schon alle unsterblich. Also sehe ich davon noch eher ab. Und ja, dann wird es wahrscheinlich der Q werden. Da müsste ich aber jetzt dann 4 ausgeben, also auch ein bisschen teuer. Gut, Haustiermenschen, da fehlt mir nur einer. Und da müsste ich 3 ausgeben. Das ist also mit das günstigste, um entweder eine von den beiden Frauen dann unsterblich zu machen. Hier fehlt mir auch einer bei der seltsamen Flora. Da müsste ich nur 2 ausgeben, um den Creepy Gärtner unsterblich zu machen. Gibt aber kein fettes Portal. Blaublütig fehlen mir 2 Leute. Müsste ich aber 5 Sterne ausgeben. Urin stinkt, fehlen mir 2 Leute. Müsste ich ordentlich was ausgeben. Delfische Ausdehnung fehlt mir einer, da müsste ich 3 Sterne ausgeben. Der große Abschied, da fehlt mir auch einer, da müsste ich 4 Sterne ausgeben. Sherwood Forest fehlt mir einer, da müsste ich 2 ausgeben, indem ich die Troy einfach unsterblich mache. Wenn eine Option gibt, aber leider auch kein Portal, nur ein bisschen Dilithium, dass ich wieder ein bisschen was auf der Hinterhand habe. Der Widerwesten, da fehlt mir einer mit 3 Sternen. Badabing, da fehlt mir einer mit 4 Sternen. Ballspielen fehlt mir einer mit 3 Sternen. Märchenstunde, da fehlt mir 5. Da kann man gleich überspringen. Ein neuer Herausforderer. Bei Q ist es so, das mache ich eigentlich nie. Ich habe noch nie einen Q-Charakter verbessert. Einfach weil ich mich überfreue, wenn ich die dann bekomme bei den Q-Herausforderungen. Deswegen lasse ich die jetzt mal so. Sägesetzen fehlt mir einer. Würde ich 2 Sterne ausgeben. Die Belohnung ist aber richtig übel mit nur Chronitonen und Ehre. Unser Mannbeschirr fehlt mir einer. Und verführerische Pheromone fehlen mir 3. Genau, das war jetzt mal so der Überblick, damit ihr auch mal Bescheid wisst, wie ich da immer rangehe an die Auswahl und wen ich dann befördere. Oder natürlich, wenn ich ihn für Fleet Boss Battles verwende, wie gerade angesprochen. Na, ich gehe mal auf Angriff, dann fliegen wir wieder in dieses hässliche System darüber. Weil man kann Fleet Boss Battles nur von dem System starten. ja, und das ist meine Fleet Boss Battle Crew aktuell. Und wir sehen hier, wir haben den Scotty, den haben wir vorher unsterblich gemacht und deswegen hat er noch mehr Ausweichchance bekommen und wird noch ein bisschen besser agieren im Kampf. Na gut, das soll es gewesen sein, liebe Leute. Ich bin raus, sage vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch eine schöne Woche. Bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal sehen, wenn Timelines wieder tolle Neuerungen präsentiert. Mal schauen, was es sein wird. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass in 2-3 Wochen ein neues Zielereignis um die Ecke kommt, wäre zumindest eine coole Geschichte. Und sie hatten sie auch angekündigt, dass sie da wieder einen 5-Sterne-Charakter hergeben, wahrscheinlich dann im Zuge des Zielereignisses.
Und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht mit Timelines. Jetzt kommen die Sommermonate. Man merkt, auch in der Flotte, dass die Leute gerade ein bisschen weniger gern spielen. Das ist halt immer über den Sommer, dass es da ein bisschen einschläft. Aber ja, gucken einfach mal, wie lange das Timelines aushält. Haben wir ja beim letzten Mal intensiv besprochen, auch mit den Spielerzahlen, die wir uns angeschaut haben. Habt ihr natürlich auch in den Kommentaren geschrieben, sind natürlich nur die Steam-Spielerzahlen, die wir da sehen. Aber es ist nichtsdestotrotz beängstigend und keine gute Tendenz, die wir gerade haben. Ich bin mal echt gespannt, ob das Spiel den Sommer überlebt. Dann haben sie einen Ehresale und verschenken Crewplatz und kommunizieren das auch überhaupt nicht. Ja, ein bisschen dilettantisch halt auch teilweise. Also ich bin halt wirklich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem Spiel. Möchte es auch nicht zu schwarz malen. Aber wir werden es einfach mal sehen. Ich behalte mir das im Hinterkopf. Guck mal, wie es so weitergeht. Im Moment habe ich jetzt nicht groß vor, Dinge auszugeben. Die Kampagne juckt mich jetzt nicht so wirklich. Ansonsten gebe ich auch gerade hier kein Geld aus. Ich lasse es einfach mal ein bisschen abwartend, betrachte es abwartend und guck mal, wie es weitergeht mit Timelines, wann sie wieder ein paar Quality of Life Verbesserungen bringen, Chat zum Beispiel, ob sie das nochmal angehen und wie die nächsten Schritte sind, ob sie wieder Content geplant haben. Wie gesagt, was sie noch angesprochen hatten, war dieser 5-Sterne-Held, der noch kommen soll, dann im Juli. Und darüber hinaus war, glaube ich, die Roadmap ging nicht weiter. Und was dann passiert, steht in den Sternen. Wir werden es sehen. Also Leute, ich bin raus, sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Bis dann. Ciao.